Eigentlich gibt es Kaltwasserkorallen wirklich überall, eigentlich weltweit. Das erste Mal habe ich Kaltwasserkorallen, glaube ich, bewusst gesehen, als ich in Chile war und meinen Forschungstaucher gemacht habe über das AWI. Also ich muss schon sagen, dass die Kaltwasserkorallen schon sehr hübsch sind. Gerade die, die wir untersuchen, Desmophyllum, also die sieht schon sehr ästhetisch auch aus. Große Koralle, schöner Tentakelkranz, rot-orange gefärbt teilweise, dann diese dichten Bänke, das ist schon ein hübsches Tier. Unser Forschungsgebiet ist im Comau-Fjord oder um den Comau-Fjord. Der ist im nördlichen Patagonien und befindet sich an der chilenischen Westküste. Der Comau-Fjord ist ja ein typischer Fjord, das heißt, er hat relativ steile Wände und wenn man dann tauchen geht, taucht man eigentlich meistens an mehr oder weniger Steilwänden. Was eigentlich sehr spannend ist, weil man relativ schnell natürlich die unterschiedlichen Tiefenverbreitungen und sowas sieht. Die Kaltwasserkorallen, also die Desmophyllen vor allen Dingen, wachsen vor allen Dingen an steilem Substrat bzw. an Überhängen. Und dort können die richtig dichte Bänke bilden oder auch vereinzelt auftreten. Bei Warmwasserkorallen fällt einem, glaube ich, als erstes immer ihre Symbiose mit den Algen ein, also den sogenannten Zooxanthellen, die ja auch die Koralle mit Energie versorgen und dadurch sehr hohe Wachstumsraten fördern. Kaltwasserkorallen haben solche Symbiosen nicht oder wenn, dann vielleicht nur in einem ganz geringfügigen Maße und sind dann viel mehr darauf angewiesen, auch heterotrophen Input zu bekommen, also Futter selber aufzunehmen. Unser Ziel jetzt im Januar ist, mal ein bisschen mehr zu erfahren, was eigentlich im tieferen Fjordbereich passiert. Bisher haben wir die Korallen rein taucherisch untersucht. Das heißt, wir sind ungefähr um so eine Tiefe bis 25 Meter vorgedrungen. Sehr viel mehr ist auch schwierig, weil man dann eben sehr wenig Zeit hat und eigentlich nichts machen kann. Ab einer gewissen Tiefe wird es natürlich auch gefährlich. Und diesmal möchten wir mit unserem neuen ROV die tieferen Korallen erforschen. Und wir möchten natürlich auch sehen, wie der Fjord überhaupt aussieht. Also wir haben eigentlich sehr, sehr wenig Informationen, wie es weiter unten aussieht. Es gibt jetzt ROV-Aufnahmen bis ungefähr 220 Meter sowas. Aber der Fjord ist ja 500 Meter tief und das ist natürlich total spannend zu wissen, was da unten passiert. Also wir haben jetzt seit, ich glaube, seit einem guten halben Jahr eine Aquarienanlage hier für unsere Kaltwasserkorallen aus Chile. Ja, das blaue Licht, weil die in der sogenannten dysphotischen Zone vorkommen. Also sprich Schwachlicht. Und das bläuliche Licht soll halt so tun, als wären wir auf 20 Meter Tiefe unter einem Überhang. Und das sind sie. Sind leider jetzt um die Uhrzeit immer nicht draußen. Die sind eher Abend und Nacht aktiv. Und normal hängen sie also schön ihre Tentakeln raus und so, aber das sieht man jetzt leider nicht. Also das Besondere an unserer Anlage ist eigentlich, dass es zwei komplett getrennte Kreisläufe sind. Also man kann sich theoretisch hier so einen Cut vorstellen in der Mitte und das ist ein getrennter Kreislauf und das ist ein getrennter Kreislauf. Und die sind komplett unabhängig ansteuerbar. Das wollten wir haben, weil man kann dann zum Beispiel den pH manipulieren. Oder man könnte zum Beispiel die Wasserparameter im Sinne von Nährstoffen verändern. Oder man könnte, theoretisch kann man alles machen, Temperatur, Salzgehalt. Und man kann jedes einzelne Becken unterschiedlich an jeden Kreislauf anhängen. Deswegen haben wir dieses Rohrchaos sozusagen. Und die Steffi, meine Studentin, die macht hier Strömungsversuche, das sind so Strömungskanäle. Und die kriegen zwei verschiedene Strömungen und zwei verschiedene Futtertreatments. Einmal wenig Futter, einmal viel Futter. Und sie guckt, ob sich das auf das Wachstum auswirkt. Sie werden im Wasser gewogen, das ist die Buoyant Weight Method. Das heißt, man wiegt im Wasser, dann muss man die Koralle nicht der Luft aussetzen und man muss natürlich auch nicht dafür sorgen, dass irgendwelche Wasseranhaftungen sozusagen abgehen und dann nimmt die Koralle ja auch immer Wasser im Körper auf und so weiter und so fort. Es ist also ganz gut, die im Wasser zu wiegen. Die gibt schon lange, die Methode für Korallen. Bei unseren Korallen ist es so, auch aufgrund deren Größe und der Polypengröße, dass wir sie tatsächlich mit der Hand füttern, jede einzelne. Also sehr gerne gegessen von unseren Korallen wird Krill oder Krillstückchen, wobei unsere größten Korallen inzwischen auch schon kleine Fische gegessen haben. Sie sind ein bisschen langsamer als die Warmwasser, also sie machen das so verhältnismäßig gemächlich sozusagen. Aber sie sind wirklich äußerst gefräßig. Also hier die dicke Bertha, das ist unsere dickste hier.
Also ich habe keine Ahnung, wie viel Krill die schafft. Ich würde mal sagen, ziemlich unendlich. Erstmal interessiert uns überhaupt grundsätzlich, was sie so machen, wie sie so wachsen, wie sie sich ernähren, wie sie sich in ihrer Umwelt verhalten, weil man einfach sehr wenig weiß. Und dann interessiert uns natürlich auch, was sie in Zukunft machen werden. Große Fragen, die jetzt ins Haus stehen, sind auf jeden Fall herauszufinden, in welchem Range sozusagen von Umweltbedingungen die Koralle leben kann. Also bezüglich vor allen Dingen der Wasserparameter und ganz insbesondere der Carbonatchemie. Das interessiert uns vor allem deswegen, weil wir uns natürlich für die Ansäuerung der Meere interessieren und gerne wissen würden, wie sich das auf die Zukunft der Kaltwasserkorallen auswirkt.